Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu Altes Live von Arma 3. Es ist eine Modifikation von Arma 3, ja. Und zwar habe ich mir gerade vor 10 Minuten die Rebellenlizenz geholt und auch mich ausgestattet. Dummerweise bin ich gestorben an Trinken. Ja, und Azia ist jetzt immer noch alleine auf dem Ölfeld. Hallo Azia. Hallo. Hab Angst. Tja, hab Angst. Ja, dankeschön. Also, ich, Alter, wie die hier. Habt ihr vielleicht ein Reparaturkit mit? Nein, ich hab kein Reparaturkit mit. So, weiter geht's. Ja, so, als Live ist es eine Modifikation, es ist sozusagen Real Life in Anführungsstrichen, ne? Ja, kann man so sagen. Genau, und ich, muss kurz rechts ranfahren, ich muss nämlich mit dem Raper einsetzen, wo ich nämlich auf den Feldweg düse, weil die Fahrt geht gleich so komplett, wenn der Feldweg, da ist eine Mauer, da kann ich halt. Was mir gerade einfällt, ich habe keine Reparaturkits dabei. Keine Sorge, wenn du es mir schaffst, ich habe eins. Ja. Weil ich bin halt gerade gestorben, wie gesagt, und dann habe ich nichts mehr. Ich habe mir jetzt nur Essen und Trinken geholt. Willst du vielleicht noch sagen, warum du gestorben bist? Habe ich schon. Glorreichen Jagd hast du schon? Ja, ich habe schon erzählt, dass ich gestorben bin. Ich höre dazu. Also. Ja? Nein, das hörst du nicht. Ach so. Ich sitze jetzt hier mit schön frisch gekaufter ich wollte schon fast sagen Rebellenkleidung. Nein. Stärkere Ausrüstung. Oder schon Lizenz. Auch eine Ausbildungslizenz, also Trainingslizenz. Kaum der Rede wert. Ja, nur 75.000. Teuerste Lizenz, die ich bisher habe. Ja. Deutsch wird auch schon wieder schwer, ich merke schon. Es wird auch gerade Nacht, das heißt, Klartext. Es wird gefährlich. Ich hab Nachtsichtgerät. Ich nicht, natürlich nicht. Wieso auch? So, ja. Ich bin ja gerade gestorben. Ich, wenn ich mir gerade mal so ausrechne, wie das Schaf hat, also wir haben zusammen zum Rebellenlager, das ist ja ungefähr hier in der Nähe. Wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Stunde? Halbe ungefähr. Stunde. Ja, ich mache mich schon mal wartebereit. Ich bin zumindest gleich schon mal bei der Ölverarbeitung. Ihr werdet jetzt erstmal nur Schaf sehen und genau. Und willst du das noch mit dem RP und so erklären? Genau, das ist, dieses Spiel hier ist ein RPG, das heißt im Klartext, es ist sozusagen, man spielt wirklich ein Leben, und wer auch nicht so RP-mäßig handelt, kommt auch Konsequenzen. Zumindest hier, in dem Server. Was ich auch gut finde, weil man soll halt so handeln, wie man im Leben auch handeln würde. Das stimmt, ja. Natürlich sagen jetzt andere wieder, ich laufe immer mit einem Sprengstoffgürtel durch die Innenstadt. Was sollst du machen? Aber muss ich GTA kaufen. Genau, sollst du GTA kaufen. Ich fahre zumindest gerade mit 100 km/h über den Feldweg, und da ist 40er Zone. Ist gut. Weil, wenn wir auch wieder später in der Stadt sind, sollte man gleich dazu sagen, dass hier auch nicht, ne, das genau, und so. Was ich auch sagen sollte noch, genau. Wo ist denn das Ölfeld? Oben beim Rebellenlager. Ach, da ist es. Also, was man noch sagen muss, hier laufen keine NPCs rum. Das sind alles echte Menschen. Mit denen wir auch interagieren. Mit denen man auch interagieren sollte. Und ja, wo muss ich lang? Einfach gerade aus. Wegen wird das Schaf auch nur, das wird das Schaf oder auch ich jetzt nicht alles kommentieren, ne? Genau, wir werden auch nicht wirklich die ganze Zeit dazu. Jetzt momentan schon, weil das ein Ausnahmefall ist, weil ja, wenn man sowas wie am Marktplatz ist, dann redet man einfach mal mit den Officers und so. Quatschen auch einfach mal hier im Teamspeak oder so, ganz normal, aber man sollte immer darauf gefasst machen, dass sich vielleicht auch mal jemand mutet, weil er gerade ein Gespräch mit jemandem hat oder so. Genau. Oder auch nicht, das ist einfach los drauf, losplappert. Was normal. Auch ist, wenn er bei mir in der Nähe ist und redet, höre ich ihn doppelt, was nicht so schlimm ist, finde ich. Wenn ich bin, ne. Hilft sogar, eigentlich, meiner Meinung nach. Ja, dann merkt man, dass er gerade redet und hält die Klappe. Ich. Ja, was kann man noch sagen? Auf welchem Server wir spielen? Ja, kann man ruhig sagen. Ja, Sag. Wir spielen auf dem Server Black, verdammt, wie heißt der Server? Black Color Elite. Genau, Black Color Elite, hier könnt jeder drauf joinen, einfach nachsuchen. Genau. Haben das halt ein bisschen voller, ja. Ja, der Server ist recht voll, das heißt,
man braucht, also ich habe bisher maximal 5 Einlogversuche gehabt. Ich glaube, der AC hat vorhin 40 Einlogversuche gehabt. 40 plus. Und ja. Ich hoffe, es ist alles, Tonqualität ist perfekt und man versteht mich und das Spielsound ist laut genug und so weiter. Hatten wir gestern schon, also eigentlich wollten wir gestern schon damit anfangen, zum schönen Projekt. Also genau, bei uns gestern, aber, weiß nicht, wann es bei euch ist. Aber ich habe gestern angefangen zu versuchen, Tonspur mit Audacity und Bild mit Fraps getrennt aufzunehmen und das dann zusammenzuschneiden. Ist keine gute Idee. Ich bin hier mit zum Schluss mit 0 FPS geruckelt. Ja, ich bin dir immer noch sehr dankbar. Und wir sind auch explodiert durch die Lecks. Ich hoffe, ich fahre richtig. Ja, Lecks, Desings. Weil ich geleckt habe, hast du mich Desing sehen. Ich war dann sozusagen am Ende mit meinem Auto in seinem Auto drin und dann gab es Feuerwerk. Dann gab es Bumm. So. Ach, wenn ich dir gleich meinen Schlüssel für mein Auto gebe, weil dein Auto, mein Auto auch irgendwie zurück muss, möchte ich ganz gerne, dass du, oder? Oder soll ich es einfach stehen lassen? Beim nächsten Sauber-Restart ist dann eh in der Garage. Lass es lieber stehen, weil wenn wir uns dann verlieren und ich fällt eine Polizeistreife an, bin ich etwas in Erklärungsnot, warum ich du nicht in diesem Auto sitzt und ich schon. Ja. Du hast einen Schlüssel. Ja, das hat damit ja nichts zu tun, weil der Owner muss immer im Auto mit drin sitzen. Ja? Ja, also zumindest mit drin sitzen oder halt in der Nähe oder dann hinterfahren oder so. Gut, jetzt. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich muss auch sagen, ich rase gerade wie die besenkte Sau durch die Gegend. Ich sitze gemütlich in so einem schönen Turm. Überall hier ist eigentlich 30er, 40er Zone und ich düse hier mit 60 momentan. Und die ganze Zeit eben gerade auf dem Feldweg mit 100 lang. Okay, mit dem Auto hier ist es auch möglich. Ja, so ein SUV wäre noch besser, ne? Alter, mir kamen gerade Rebellen entgegen. Scheiße, wie die halten mich jetzt an? Sag einfach, ey, Kumpane, wir gehören zusammen. Ja, ich habe ja nichts an, keine Rebellensachen und so. Und die sehen nicht, dass ich Rebellenlizenz habe. Ja, ne? Jetzt nehme ich mir da mitgenommen und nicht an Durst gestorben. Sehr peinlich. Ja. Genau, habt ihr auch schon gehört, genau, es gibt hier Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. Wir sind bestraft, wenn du jetzt jemanden überfährst oder irgendwie sowas, gibt es ja halt überall Strafen. Die genau, halt und wenn man überfährt, das ist nämlich, dann wird nämlich automatisch die Fahrlizenz entzogen. Automatisch. Gibt auch Lizenzen, also. Ja, es gibt Lizenzen und überhaupt Führerschein. Okay, der Führerschein kostet hier auf dem Server $500, das heißt, ihr kauft euch den Führerschein. Das heißt, gut, du musst einplanen, du musst dir wahrscheinlich eigentlich, also ich zumindest kaufe täglich einen neuen Führerschein. Heute zum Beispiel habe ich zwei Polizeibeamten wegen Teasing umgefahren, das heißt, im Klartext, die schon auf dem abgezäunten Marktplatz und da es geteased hat, das heißt, mein Auto hat sich sozusagen aus deren Sicht auf den Marktplatz geschoben, obwohl ich noch an der Ecke stand und dann wurden halt die zwei Polizisten umgenietet. Und der Server hat einfach Probleme, die Daten richtig zu übermitteln. Also von dem das liegt aber auch nicht am Server, das liegt eigentlich am kompletten Spiel, weil das Spiel ist noch in der Beta. Sag mir, das ich gar nicht glauben. Ich glaube, ja. Bist du gerade? Gib mal deine Position durch, ungefähr. DP5. DP5, war es da schon? Also kurz davor. Ich fahr gerade in das Dorf rein. Ja, ich werde nicht wegrennen. Ich sitze auf einem schönen Turm. Wenn du bei deinem Wagen bist, einfach zum Berg weiter hochfahren, beim Stacheldraht durch, sitzt du in den Turm drin. Hier ist zum Beispiel so ein kleines Kaff. Wo nichts ist, wo man einfach nur durchfährt. Ich glaube echt nicht, dass das Rüstung, die ich jetzt hier habe, illegal ist, weil ich habe nur noch 42.000 und könnte die, die ist nicht illegal, weil die laufen die ganze Zeit am Marktplatz damit auch rum. Natürlich, aber die beste, ja gut, dann eigentlich auch. Gibt es wahrscheinlich nur um Fahrzeuge und. Moment mal. Wäre schon wieder fast vorbeigefahren. Du kannst diesen Weg einfach nicht finden. Doch, nein, fast vorbeigefahren. Ich habe es von alleine gemerkt, ohne auf die Karte zu gucken. Das ist hier, als Live werde ich jetzt auch öfters hochladen. Alla. Was? Bin eines zu früh abgebogen. Sackgasse. Allerdings in unregelmäßigen Abständen. Es kann aber passieren, dass mehrere in der Woche kommen. Man kann auch passieren, dass nur eine in der Woche kommt. Ich werde mich nur so hochladen, was im Moment passiert. Denn in diesem Spiel hier schlägt man sich anfangs mit Äpfelpflücken durch. Wir haben ungefähr 8 Stunden, 10 Stunden. Machen wir immer noch, weil wir gerade Nacht ist oder so. Ja, aber insgesamt schon ungefähr 10 Stunden Äpfel gepflückt. Kann man so sagen. Weil
Kupfer machen ist sehr gefährlich. Es ist zwar direkt um die Ecke von der Stadt, wo man spawnt, allerdings wird man sehr oft überfallen. Ja, genau, kann man ja mal erklären. Es gibt nämlich die Möglichkeiten, um ins Spiel Geld zu verdienen, sind ja sehr reichhaltig. Es gibt hier verschiedene Jobs, die man machen kann, unter anderem es gibt halt mehrere Prozesse, die du dadurch laufen musst. Also beim Kupfer zum Beispiel musst du erst in die Kupfermine gehen, das Kupfer abbauen, mit der Kupfermine zum Kupferverarbeiter fahren. Und genau, da das Kupferverarbeiter zum Kupferhändler. Genau. Das ist dann immer diese ewige Kreislauf. Da gibt es halt Kokainhandel, den du dann machen kannst. Es gibt Öl. Das finde ich irgendwie recht witzig, dass du gleich Kokain als erstes Beispiel nimmst, obwohl du damit noch nie hier in Kontakt kamst. Ja, aber ich gucke, ihn kennt eigentlich jeder, also, ne? Ja, klar, aber Öl, Salz kennt auch jeder. Ja. Und Eisen. Genau. Und dann gibt's natürlich auch die Polizei, das ist ja ganz klar. Was? Hupen da? Ja, ich. Ich hab schon mal Hupen gehört, sehen tue ich die zwar nicht. Genau, und die Polizei, wie der Sharp auch schon vorhin sagte, ist auch genauso wie die Rebellen, genauso wie die Zivilisten, die es hier gibt. Ich sehe dich, glaube ich. Alle von Spielern gespielt. Wo bist du denn? Fahr einfach ganz den Berg hoch. Es gibt wirklich nur ein paar Ausnahme-NPCs, die Händler am Marktplatz, im Rebellenlager und so weiter. Also so. Das sind aber nur NPCs, die rumstehen, die machen nichts. Das mit allen höchstens bewegen sich die Hände. Bis wohin denn? Wir einfach ganz hoch fahren. Komm, bist runter. Du bist am Funkmasten? Ja. Ganz oben habe ich mich verbarrikadiert. Du denn? Hätte ich gar nicht. Ich stehe unter dem Funkmasten. Oder noch weiter? Nicht da, du bist ja oben. Andere Richtung, genau, andere Richtung. Du hast gesagt hoch und ich bin ja, hoch. Ja klar, aber das ist ein Turm hier. Ja, Funkturm. Ich hab gesagt, bei deinem Auto hochfahren. Ja, da unten stand mein Auto und hier geht's hoch. Nein, als würdest du ganz normal zur Kupfer, zum Öl abbauen, da hochfahren und da den Berg hoch. Mhm. Lag. Ja. Ein FPS. Genau, es werden, also wie ich schon gesagt, es ein ist FPS. Keiner, ist jeder, also Polizei. Ein FPS? Alles. Ja, schön, läuft noch. Ich kann nicht bremsen. Versteck dich am besten irgendwo. Mach ich. Genau, also Polizei, alles wird wirklich von Spielern gespielt. Das schafft ja hier nochmal ein ganzes. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich wirklich 0 FPS habe. Ich weiß nicht warum. Das will ich ausreden. Ich glaube zumindest, du willst das nicht sehen. Nee, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, ob ich da drin fahren möchte. Ach du heilige Scheiße, wie fährst du da? Nein, ich fahre nicht in diesem Truck. Ich stehe bei mir nur, ich habe nur ein FPS. Wenn ihr das bei mir sehen könntet, der fährt hier Achterbahn, der fliegt runter, dann ist er wieder oben, dann macht er mal kurz den Purzelbaum da runter. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss die Aufnahme abbrechen. Stell mal deine Grafik auf niedrig.